setzen. Kita-Finanzierung, Qualität der Kindertagesstättenbetreuung darf nicht abhängig sein von der Kassenlage der Kommunen oder vom Beitragssatz der Eltern. Qualität der Kindertagesbetreuung muss gesichert sein. Dieser Meinung schlossen sich hier alle an. Über 100 Erzieher, aber auch Eltern und Großeltern haben sich heute Morgen vor der Oberkirche versammelt. Gemeinsam wollten sie auf die unzureichende Situation der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg aufmerksam machen. Das Hauptproblem bestehe ihrer Meinung nach im Personalschlüssel. Erzieher und Eltern sehen aber noch mehr Probleme bei der derzeitigen Kindertagesbetreuung. Es sind Personalmangel durch Krankheit, durch Urlaub, durch Fortbildungen. Dadurch steigen die Kinderzahlen in den Gruppen, die ein Erzieher alleine bewältigen muss. Wenn dann noch Aufgaben wie Integration dazukommen, gemeinsame Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern, dann ist es einfach nicht mehr so zu schaffen, wie die Qualität es fordert. Und ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass wir für 7,5 Stunden eben Personal beschäftigen können, aber unsere Einrichtungen 10 und 12 Stunden geöffnet sind. Wir brauchen mehr Zeit für jedes einzelne Kind. Und es gibt auch noch andere große Baustellen, die Qualitätssicherung in den Kindertagesstätten und die zukünftige Fachkräftegewinnung und auch die Finanzierung von Kindertagesstätten ist nicht so einfach im Land Brandenburg. In einer Diskussionsrunde wurden diese Forderungen auch mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Kindertagesbetreuung besprochen. Der Personalschlüssel soll in Brandenburg zumindest ein kleines bisschen verbessert werden. Wir gehen bei den Kindergartenkindern von 1 zu 6 auf 1 zu 5, spätestens im nächsten Jahr. Und wir werden auch bei den Kindergartenkindern den Schlüssel verbessern von 1 zu 12 jetzt, dann vielleicht auf 1 zu 11. Das diskutieren wir heute auch noch hier in der schönen Kirche. Aber auf jeden Fall wird es besser werden. Alles können wir nicht auf einmal machen. Wir werden nicht zugleich bayerische und baden-württembergische Verhältnisse kriegen. Ich glaube, das will ja auch niemand. Die Bayern haben einen sehr guten Betreuungsschlüssel oder Personalschlüssel, aber eine sehr geringe Betreuungsquote. Wenn ich das, was in Bayern passiert, runterrechne auf Brandenburg, hätten wir nicht 18.000 Erzieher, sondern 7.500 Erzieher. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Für die Erzieher reicht das aber nicht aus. Deswegen wollen sie weiter für Verbesserungen in der Kindertagesbetreuung kämpfen.